Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir den dritten und vorerst letzten Teil zur veganen Küche. Da habe ich mal ein Rezept rausgesucht, das beweist, dass man nicht immer umständlich alles umstellen muss, damit ein Rezept vegan funktioniert. Denn es ist von Natur aus vegan. Aber bevor wir da genauer drauf eingehen, wollte ich noch auf zwei Rückmeldungen eingehen. Einmal hatte Matze mir über Twitter mitgeteilt, beziehungsweise in einer Frage formuliert, aber wir haben es dann bestätigen können, dass es Worcestershire Soße gibt, die ohne Sardellen hergestellt wird. Als Beispiel hatte er bei seiner geguckt, die ist von Apple und das ist dann zwar nicht die Originalsoße, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel wie bei dem Rezept mit dem veganen Bacon eine tierlose Variante ausprobieren möchtet, dann wäre das Mittel der Wahl. Denn der Begriff Worcestershire Soße ist nicht rechtlich geschützt, also schreibt nicht von Anfang an eine gewisse Zusammensetzung von Zutaten vor. Die Originale enthält eben Sardellen. Übrigens werde ich da auch nochmal eine Folge in dem neuen Format, das ich mit Christopher mache, demnächst eine Sendung aufzeichnen. Also könnt ihr bei der Zeitspeise dann noch interessante Hintergründe über diese Soße erfahren. Die zweite Sache, die liegt jetzt schon eine Weile an. Die Hanne hatte mir im Blog einen Kommentar geschrieben und ganz viele Fragen gestellt, hat mir dann von ihrer Helferin ihre E-Mail-Adresse geben lassen und ich habe die Fragen alle beantwortet, liebe Hanne, aber die Mail ist zurückgekommen. Da muss sich deine Helferin vertan haben, mit irgendwo einen Tippfehler drin gehabt haben. Meld dich doch bitte nochmal. Ich habe, wie gesagt, die Antworten habe ich, glaube ich, auch als Antwort in den Blog-Kommentar geschrieben. Aber wenn du noch Fragen hast oder so, melde dich gern. Nicht, dass du denkst, ich habe da irgendwie keine Lust zu gehabt, mich zu melden oder sowas. Das war also irgendwie unglücklich. Vielleicht im Hintergrund schon ein bisschen räumen. Schon ein bisschen auch die eine oder andere Sache vorbereitet und zusammengesucht. Hatte ich jetzt schon das Rezept gesagt, um was es geht? Es geht um Gazpacho. Eine kalte Suppe, also eine der wenigen Suppen, die man nicht heiß serviert. Dadurch ist die Gazpacho oder das Gazpacho, weiß ich gar nicht genau, wie da der richtige Artikel ist, denn das Ganze kommt aus Südspanien, beziehungsweise findet man es auch in Portugal. Und es ist von Natur aus vegan und da es jetzt warm ist im Moment und man zum Abendessen ja auch nicht mehr so die großen Kalorienbomben unbedingt vielleicht sich reintun möchte, hatte ich gedacht, so eine leichte Gemüsesuppe. Im Grunde ist es ja ein flüssiger Salat, wenn man es so möchte. Ist da ganz cool. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die schon mal probiert habe selbst. Ich koche sie jetzt einfach mal mit euch zusammen. Ist recht einfach und schnell zubereitet. Zuerst habe ich jetzt eine grüne Paprika. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen, aber laut Originalrezept soll es wohl eine grüne sein. Die schneide ich jetzt hier erstmal in feine Streifen. Denn neben der Suppe, beziehungsweise in die fertige Suppe, die natürlich püriert wird, kommt nachher noch eine Einlage aus den Gemüsen, die verwendet wurden, die man dann eben fein gewürfelt hat. Das heißt, von den Streifen, die ich hier schneide, nehme ich dann ein Teil weg und mache daraus kleine Würfelchen. So, ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich eben in der Küche wollte. Kennt ihr das? Ihr steht in der Küche und wisst nicht mehr genau, was ihr da wolltet. Douglas Adams hat da mal ein eigenes Wort für erfunden. Scheint also ein Phänomen zu sein, das nicht nur mir passiert. Ich werde nämlich die Tomaten, die wir auch verwenden werden, oder die Tomate, überbrühen. Denn gerade bei den Supermarkt-Tomaten ist ja die Schale oder die Haut mittlerweile so dick gezüchtet, dass die dann beim Essen nicht mehr so viel Vergnügen macht.
mich übrigens gerade gegen den Mixer entschieden. Ich glaube, ich mache das mit dem Pürierstab. Das scheint mir erfolgversprechender. So, ich kann ja mal die Zutaten aufzählen, weil jetzt hier in meinem Wirren hin und her. Ich bin übrigens dazu übergegangen, wieder die Rezepte ins Blog zu schreiben. Von daher, wenn ihr mir jetzt hier beim Erzählen nicht unbedingt folgen könnt, dann könnt ihr das Rezept im Blog nochmal nachlesen. So, kleines Schüsselchen für die Tomate. Und dann mache ich hier im Wasserkocher Wasser heiß. So, und dann brauche ich natürlich noch ein Mixgefäß. Das ist hier beim Handmixer nicht dabei. Dann nehme ich mal hier den Maßkrug. Der ist stabil und geht ordentlich was rein. So. Also, grüne Paprika hatten wir schon gesagt. Da habe ich die Paprika übrigens auch geschält mit dem Sparschäler. Wenn die richtig knackig frisch sind, geht das auch ganz gut. Wenn sie schon so ein paar Tage liegen und vielleicht so leicht weich werden, kann man sie zum Essen natürlich noch gut verwenden, aber dann geht das, glaube ich, mit dem Schälen nicht mehr so. Die müssen also richtig schön knackfrisch sein. Und in meinem Fall, weil ich das gestern gekauft habe, alles, geht das auch klar. So. Jetzt schneide ich mir hier noch ein paar kleine Würfelchen, damit wir da nachher keinen Mangel haben. Und den Rest schneide ich etwas gröber, das geht dann auch schneller. Dann passt das so gut. Die Zutaten wollte ich aufzählen. Ich bin heute ganz schusselig irgendwie. Also Paprika, Tomaten, dann kommt noch rein. Frühlingszwiebeln tun wir nachher noch drüber. Ich habe auch zum Garnieren noch ein paar kleine Datteltomaten gekauft. Finde ich dann schöner als so Stücke von der Fleischtomate, die ich hier für die Suppe an sich verwende. Und dann eben noch Gurke. Dann haben wir alles. Bisschen Olivenöl, bisschen Knoblauch brauchen wir noch, natürlich ein bisschen Salz. Aber es ist im Wesentlichen schon gewesen. Und wir brauchen noch eine Prise Essig. Das hat auch mit der Geschichte des Gerichtes zu tun, das wohl von römischen Soldaten in die Region Spanien gebracht wurde. Und die haben angeblich dieses Rezept erfunden, damit sie ihre Ration von Wein, der in der Regel eher etwas säuerlich war, um nicht zu sagen fast Essig, weil er eben nicht so wie heute unter sehr kontrollierten und sauberen Bedingungen hergestellt wurde. Damit sie sich den schneller in den Kopf gießen konnten, haben sie dann das mit zerkleinerten Gemüsen, wie zum Beispiel Gurken, Tomaten etc. vermischt. Darum tun wir da auch ein bisschen Essig rein. Und da kommen wir dann eben wieder zu dem Punkt, dass diese Suppe eigentlich eher ein Salat ist. Denn Essig und Öl kommen ja rein und das tut man normalerweise auch an einen Salat. Aber wenn es jetzt noch wärmer wird, ist es ja eigentlich schon ganz schön warm, dann macht man ja auch nicht unbedingt immer so viel kauen und essen. Von daher, vielleicht ist das so eine der ersten Varianten von Smoothie, bevor es... Und da ist es dann passiert. Von meinem Aufnahmegerät, der Akku war leer und das Gerät hat sich abgeschaltet. Zum Glück habe ich da nicht mehr so viel erzählt. Aber nochmal im Schnelldurchlauf. Ich habe Tomaten überbrüht und die Haut abgezogen. Dann habe ich Gurken und Paprika mit dem Sparschäler geschält. Ein Teil davon habe ich fein gewürfelt, den anderen Teil etwas grober gewürfelt und dann in einen großen Mixbehälter gegeben, Olivenöl, Salz, Knoblauch hinzugegeben und etwas Essig und dann das Ganze püriert. Dann stellt man das Ganze kühl, lässt das nochmal ordentlich durchziehen und vor allen Dingen, ja, wenn es richtig brütend heiß ist draußen, möchte man das gerne auch etwas kälter haben. Und in der Zwischenzeit habe ich dann noch Weißbrotscheiben in Olivenöl angeröstet, also jetzt so ein Sauerteig-Stangen-Weißbrot. Und also die habe ich jetzt so einen Zentimeter dick geschnitten,
Und dann kann man das Ganze schon anrichten. Also die Suppe in den Teller. Dann habe ich die Weißbrotscheiben darauf gelegt und dann noch etwas von den gewürfelten Gemüsen drüber gestreut und noch etwas Blattpetersilie oben drüber. Die Suppe, wenn ihr sie aus dem Kühlschrank nehmt, solltet ihr nochmal abschmecken, weil kältere Speisen ja nun auch nochmal anders gewürzt sein können als Sachen, die warm ganz okay schmecken, sprich vielleicht nochmal etwas nachsalzen oder so, aber in meinem Fall hat das ganz gut gepasst. Ja, und das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß, wünsche euch dann auch viel Erfolg beim Ausprobieren und Nachmachen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.